Rassismus, Eklat, viel Gewalt und zwei Stadionsperren für Inter. Der italienische Fußball versinkt kurz vor Jahresende wieder einmal im Chaos. Schuld daran sind Fans von Inter Mailand. Die Bilder erinnern an Kriegsszenen. Verwüstungen in den Straßen, brennende Autos, verletzte Menschen. Vor dem Mailänder Giuseppe Meazza Stadion war vor dem Spiel zwischen Inter und Napoli am Stephansdag der Teufel los. Die Mailänder Ultras traten als Aggressoren auf und hatten am Ende selbst einen Toten zu beklagen. Gewalt in den Straßen: Gemäß Angaben der Polizei hatten rund 100 Inter-Fans einen Minibus mit Ultras aus Neapel angegriffen. Was danach passierte, ist noch unklar. Wahrscheinlich fuhr der Minibus in die angreifende Menge und überfuhr einen 35-jährigen Norditaliener aus Varese, ein der Polizei bekannter Mann. Er erlag seinen Verletzungen im Spital. Rassismus im Stadion: Die beiden Teams und die meisten der rund 64.000 Zuschauer im Giuseppe Meazza wussten von den Vorfällen in den Seitenstraßen des Stadionquartiers nichts. Doch auch für sie hielten die Inter-Ultras ihre unwürdige Show bereit. Wie so oft, wenn Napoli im Norden antritt, gab es Schneegesänge mit rassistischem Inhalt. Mailands Polizeichef fordert nun strenge Konsequenzen. Es brauche etwas Radikales. Die Kurve Nord soll bis Ende März gesperrt werden. Einen ersten Entscheid hat die Lega Calcio bereits gefällt. Inter muss seine nächsten beiden Heimspiele gegen Sassuolo und Bologna unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen. Innenminister mit Nähe zur Ultraszene: Auch Innenminister Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Regierungspartei Lega Nord meldete sich zu Wort. Man darf nicht wegen eines Fußballspiels sterben. Er werde Anfang nächstes Jahr die Verantwortlichen der Fangruppierungen und die Clubs zu Gesprächen aufbieten. Salvini ist bekennender Milan-Fan und hat sich erst vor wenigen Tagen bei einem Treffen zum 119. Geburtstag seines Lieblingsvereins mit führenden Köpfen aus der Mailänder Ultraszene ablichten lassen.